So, ich danke auch an die bisherigen Unterschriftensammler zu den Bürgerbegehren. Die Unterschriften an das Bürgerbegehren Storno nähern sich so langsam den 20.000 an. Aber es reicht noch nicht, wir brauchen mehr. Und nun haben wir dazu noch zwei weitere Aktivitäten geplant. Und zur ersten Aktivität ruft jetzt Egon Hopfensitz auf, einer der Vertrauensleute für das Storno-Bürgerbegehren. Guten Abend, liebe Mitstreiter. Ich bin zusammen mit Peter Konradi, Vertrauensmann für das Bürgerbegehren Storno 21, zum Ausstieg der Stadt Stuttgart aus diesem unsinnigen Immobilienprojekt. Wir fordern den Ausstieg der Stadt und die Kündigung des Finanzvertrages wegen grundlegend neuer Sachlage. Die neue Sachlage ist nämlich die Überschreitung der Kostenobergrenze. Sie wissen ja, 6,8 Milliarden. Fehlkalkulation der Bahn. Sie hat schön gerechnet. Wir Schwaben sagen dazu, sie hat Pschisse. Das Bürgerbegehren Storno 21 benötigt, wie vorher gesagt, 20.000 Unterschriften. Wir sind auf der Zielgeraden. Der Erfolg ist in Sicht. Vielleicht können wir es in Kürze schaffen. Es wird deshalb vorgeschlagen, am kommenden Sonntag, am Wahltag, die Wähler, wenn sie entspannt und nicht in Zeitnot sind und das Wahllokal verlassen, durch Stimmensammler um ihre Unterschrift zu bitten. Sie alle, die hier sind, sind Kämpfer gegen den Unsinn 21. Wir bitten Sie dringend, sich an dieser Aktion zu beteiligen, um den Erfolg in absehbarer Zeit sicherzustellen. Machen Sie mit, hier am Marktplatz, dort oben zwischen Haufler und Tritschler und links von mir bei dem grünen Zeltdach, sind zwei Informations- und Meldestellen, wo Sie sich als Sammler eintragen lassen können. Und bis Sonntag auch jederzeit an der Mahnwache. Kämpfen Sie mit, streiten Sie mit, beteiligen Sie sich an dieser großen Stimmensammelaktion, damit die Aktion ein großer, vielleicht der endgültige Schritt nach oben wird. Denn wir wollen alle oben bleiben. Adieu. Wie schön, wenn sowas authentisch rüberkommt und nicht von irgendwelchen Funktionären des Widerstandes.